Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer inkompetenter YouTube-Star. Wie komme ich auf diese unfassbar komische Behauptung? Ja, wir schauen mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. Aha, ein Mediabook. Und ihr habt es schon gesehen in der Überschrift, es geht heute schon wieder um das Haus an der Friedhofsmauer. Ja, bei diesem Video habe ich ordentlich Gegenwind bekommen. Freudscher Versprecher, natürlich. Gibt mir der Gegenwind auch Rückenwind? Ja, es wurden ziemlich viele Kommentare geschrieben, teilweise ziemlich hässliche Kommentare, die auch schon beleidigend fast sind, würde ich mal fast sagen. Die lasse ich trotzdem stehen, ich bin ja keiner, der hier rumlöscht, weil es halt keine direkten Beleidigungen sind. So fair soll man dann auch sein, die lasse ich einfach stehen, aber ich dachte mir, ich lasse die Behauptung da nicht so stehen. Was ist denn des Pudels Kern? Ja, diese Veröffentlichung, ich hatte sie durchaus gelobt und war sehr begeistert von dem 4K-Bild. Ja, das hat vielen Leuten nicht so ganz geschmeckt und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal an den PC-Computer und schauen uns mal die Bilder. Ich habe mal jetzt gerade, weil ich mir dachte so, ja, kann ich denn so falsch liegen? Das stimmt ja mit mir nicht. Ja, dachte ich mir. Also ohne Kompetenz habe ich vielleicht dieses Video gemacht. Ich schaue mir das einfach nochmal an, um zu gucken, ob ich vielleicht einfach nur so, weil ich schaue den Film des Films wegen, um dieses Filmerlebnis und nebenbei notiere ich mir im Kopf, wie ich das Bild gefunden habe. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht hast du das einfach so im Laufe des Films, dich mitreißen lassen, Sachen vielleicht übersehen etc. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die Kritikpunkte aus den Kommentaren rausgeschrieben und habe dazu ein paar Fotos gemacht mit meiner digitalen Spiegelreflexkamera, also nicht nur irgendwie so eine Fuddelfotos. Natürlich sind die Farben auf den Bildern immer so ein bisschen anders, aber so im Groben spiegeln sie doch die Realität wieder. Und ich gehe auf die Punkte ein. Einige Punkte, muss ich sagen, sind valide Kritik gewesen. Werde ich dann nochmal begründen, was meine Meinung dazu ist. Und andere Punkte kann ich wiederum nicht verstehen. So, ich lade euch trotzdem jetzt ein, dass wir konstruktiv in den Kommentaren diskutieren. Also wenn ihr eure Meinung dann zu diesem Film habt, beziehungsweise negativ eingestellt seid, könnt ihr auch gerne dann kommentieren und auch auf meine Argumente eingehen und vielleicht auch ein paar Gegenargumente bringen. Es wurde ja teilweise andere Veröffentlichungen erwähnt, die dann durchaus ein besseres Bild haben. Ich habe das nicht gefunden, also ich besitze diese Filme auch nicht in dieser Version, also falls ihr diese Filme habt, würde ich mich freuen, wenn ihr da irgendwie irgendwo bei irgendeinem File-Hoster mal ein paar Bilder hochladen könntet. Und vielleicht mache ich da noch ein drittes Video, wenn die Leute hier, wenn euch das gefällt hier, wenn ich so nochmal so ein bisschen auf so etwas eingehe, dann würde ich vielleicht auch ein drittes Video machen. Wenn je nachdem, wie die Antworten so sind, ja, schauen wir dann das einfach nochmal an und wie gesagt, wenn ihr zu den anderen Veröffentlichungen, die ja so viel besser sind, Bilder habt, vielleicht sogar zu den Szenen könnt ihr dann, wenn ihr die habt, vielleicht zu den Szenen oder ähnliche Szenen, die ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr dann vielleicht auch ein paar Fotos machen und dann schauen wir das mal so. Dann könnte ich das vielleicht auch sogar mal, wenn ihr das gut bei einer guten Kamera irgendwo hochladet, könnte ich das vielleicht auch so A-B-vergleichmäßig nebeneinander hängen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt mal die Bilder etwas genauer an und gehen da mal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, wie ich das so sehe und ich versuche anhand der Bilder halt, wie gesagt, die Kommentare ja, oder Argumente zu entkräften bzw. zu bestätigen. Ja, Tag, Freunde, hier ist euer Lieblings-YouTuber direkt aus dem Schnitt. Ich habe gerade gesehen, dass OBS beim Aufzeichnen der Bilder, die jetzt gleich kommen werden, auch da ordentlich an den Farben gedreht hat. Das sieht teilweise richtig schlimm aus. Dementsprechend lade ich euch die Originalfotos, die ich gemacht habe, auf irgendeine Seite hoch. Ist unten in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mal nachgucken und dann könnt ihr euch die Fotos parallel dazu aufmachen. Gut, ihr müsst jetzt an den Rechner gehen oder sowas. Sorry für die Umstände, aber es ist, wie es ist. Aber da könnt ihr die Fotos angucken und könnt sie euch auch im Detail genau anschauen. Also nicht nur diese Videoqualität hier bei YouTube, sondern habt ihr sie nochmal in Originalbildqualität von der Kamera hier direkt. Also Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, also wie gesagt, noch als kleiner Disclaimer vorneweg.
Das Bild ist immer wahrscheinlich anders bei euch als bei mir. Es liegt einfach daran, dass die Kamera ein anderes Bild macht. Beim Rendern geht das nochmal ein bisschen anders aus und dann später am Ende auch bei YouTube sieht anders aus. Und dann euer Monitor, Handy oder je nachdem, wo ihr dieses Video schaut, sieht dann auch nochmal anders aus. Also dementsprechend ist das jetzt quasi hier nur eine Richtung, in die es gehen kann und möchte ich an der Stelle nochmal so als Disclaimer dazu geben. Wir fangen auch mal gleich an. Ich habe mir 7 Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt nach und nach abgehen werde und Kritikpunkte, auf die ich dann etwas genauer eingehen werde. Als allererstes, der allererste Kritikpunkt, kein HDR. Ja, der hätte ich drauf eingehen müssen. Das stimmt, die Blu-ray oder beziehungsweise die 4K-Disc hat kein HDR, was ja eigentlich bei 4K mittlerweile Standard ist. Hätte ich erwähnen müssen, habe ich aber nicht aus böser Absicht, ich habe einfach nicht dran gedacht, weil ich finde, wie gesagt, bei älteren Filmen ist HDR auch immer so eine Sache, es wirkt meistens meiner Meinung nach nicht so, dass es mir unbedingt auffällt, wo ich dann das quasi nochmal anmerken würde. Ich habe letztens ja schon 4K, die 4K-Veröffentlichung zu Halloween 2 euch vorgestellt, hier auf dem Kanal. Da ist es mir an einer Stelle aufgefallen, in einer riesengroßen Flammenexplosion. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ob es vielleicht nur an meinem Mittelklasse-TV liegt, dass das nicht so auffällt, aber ich habe von dem HDR sonst immer nicht viel gesehen und dementsprechend bin ich auf den Punkt nicht eingegangen, aber das ist ein valider Kritikpunkt an dieser Veröffentlichung. Ja, der nächste Punkt ist, die Farben sind nicht natürlich und ein künstlicher Look. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Fotoaufnahmen gemacht von diesem, von dem Bild und ich blende euch jetzt hier mal so ein paar Bilder ein. Wir gehen die einfach mal so nach und nach durch. Natürlich, die Streifen, die kommen natürlich von der Aufnahme. Und ich weiß nicht, was ihr habt. Also für mich sieht das alles ziemlich natürlich aus. Auch gerade hier zum Beispiel dieses Haus. Das ist eine späteren Szenen. Das sieht doch also für mich nach einem wunderbaren Herbsttag aus. Ihr seht keine Blätter am Baum. Das ist quasi so, ja, Herbst, Winter, die Richtung, ein sonniger Herbst, Wintertag. Ich finde, genau so müsste das aussehen und dementsprechend kann ich es halt nicht nachvollziehen, diesen Kritikpunkt, dass die Farben nicht natürlich sind, beziehungsweise ein künstlicher Look ist. Genauso, dass es alles zu digital und zu glatt aussieht. Ja, es ist schon sehr scharf, meiner Meinung nach. Das finde ich aber, wie gesagt, positiv. Und ihr seht zum Beispiel hier in diesem Ausschnitt, ihr seht die einzelnen Haare dieses Mädchens und wenn ihr mal von uns aus gesehen links an ihrem Gesicht vorbeischaut, die Haare, da auch die unterschiedlichen Abstufungen des Blondtons. Natürlich ist sie halt so ein bisschen in Bewegung, deswegen ist ihr Gesicht in dem Fall etwas unscharf, weil es natürlich aus dieser Bewegung gestoppt wurde. Aber sonst seht ihr hier, finde ich, ein super klasse Bild, meiner Meinung nach, das von den Farben her richtig getroffen wurde. Ne? Wir sehen hier auch wieder eine Herbstszene, Laub und ein rotes Auto. Ja, Farbton Rot ist auch absolut getroffen. Zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal. Da ist ja auch quasi so ein bisschen der Kritikpunkt, was diese Farbe anbelangt, aber da dazu gleich nochmal mehr. Und auch hier finde ich, das sieht doch für mich aus wie ein Herrenhaus, ein altes Haus. Wir haben hier der Tisch, die Verpackung von diesem Marshmallow-Creme oder was auch immer das auf dem Tisch ist. Die Servietten in normalen Grün, die Zeitung sieht auch normal weiß aus. Die Brauntöne, finde ich auch, sehen ziemlich natürlich aus. Da ist für mich nichts irgendwie, für mich kein unnatürlicher Look drin. Das kann natürlich, wie gesagt, Geschmackssache sein. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Dann hieß es auch, dass die Gesichter auch zu wachsartig wären. Ich habe jetzt hier eine richtig krasse Szene ausgewählt, wo man halt sehr viel von seinem Gesicht sieht. Und also sehr unvorteilhaftes Bild eigentlich. Finde ich nicht, dass das zu wachsähnlich aussieht. Auch hier bei dieser Szene für mich zwei gesunde Hauttöne. Einmal etwas dunkler, einmal etwas hellhäutiger, möchte ich mal sagen. Also so, ne, wenn man halt eine blonde, hellhäutige Person ist, dann sieht man, finde ich, genauso aus. Die Lippenfarbe finde ich in Ordnung, die Augenfarbe, den Bart von ihm,
die Jacke, also auch den Punkt kann ich nicht nachvollziehen, dass die Gesichter hier irgendwie, ja, wachsähnlich oder so weiter aussehen. Dann kommen wir zum Thema schnelle Bewegungen. Dazu habe ich euch mal einen kleinen Ausschnitt aufgenommen, der die Frau zeigt, wie sie im Keller von einer Fledermaus angegriffen wird, wo sie sich schnell panisch vor der Fledermaus wegbewegt. Und auch hier kann ich keine Unschärfen in der Bewegung erkennen, die durch ein angebliches AI nachschärfen drüber laufen lassen, als Ursache sehen konnte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, also ob ihr mal der Meinung seid, dass das unscharf aussieht. Auch sonst ist es mir in den Filmen, ich habe jetzt nochmal nur so ein paar Szenen rausgeguckt, ist mir das nicht aufgefallen, dass bei schnellen Bewegungen, außer halt die alte Kamera sozusagen, wenn die Kamera sich schnell bewegt, dann ist es halt auch irgendwo unscharf. Habe ich so keine Unschärfen meiner Meinung nach gesehen, die ja darauf hindeuten, dass es durch Nachbearbeitung entstanden ist. Also falls ihr da Material habt, Szenen, bestimmte Timestamps etc., dann schaue ich mir das gerne nochmal an, aber so konnte ich da auch hingehend nichts feststellen. Dann der Kritikpunkt, kein Filmkorn. Ja, der Punkt ist valide, aber ich finde es nicht schlimm. Mich stört Filmkorn, muss ich gesagt, ehrlich gesagt sagen, eher. Also klar, für Filmpuristen ist das so ein Thema, ja, dass kein Filmkorn drin ist. Wenn wir hier ganz nah ranzoomen, dann sehen wir so eine leichten, ja, so die Reste quasi von dem Filmkorn. Das ist für mich vollkommen in Ordnung so und mag ich halt auch so. Und ich bin halt kein großer Freund vom Filmkorn in so einer krassen Ausprägung, auch im Leichten ist es für mich oft immer eher störend. Also von dahingehend, ja, als Filmpurist, ja, ich bin auch kein Freund von 24 Bildern die Sekunde. Ich lasse da auch gerne mal ein Bewegungsglätter, sagen wir mal so, drüber laufen. Da gibt es ja von Sony einige sehr gut arbeitende, die Bewegungsabläufe dann durchaus ein bisschen flüssiger machen. Ich mag dieses Filmruckeln nicht. Ja, könnt ihr mich jetzt für schlagen? Das ist meine Meinung. Das ist nicht subjektiv oder das ist eher nicht objektiv, sondern eher subjektiv. Und dementsprechend, ja, Kritikpunkt, aber ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Und jetzt habt ihr es gerade schon beim Durchskippen ein paar Mal gesehen. Der Punkt mit dem Blut. Ja. So krass, wie es hier auf dem Bild aussieht, finde ich, sah es in dem Film nicht aus. Ihr seht halt teilweise an Stellen, wo das Blut quasi aktiv ist, also sprich da, wo zum Beispiel hier in der Hand, wo die Fledermaus eingestochen wurde, oder hier an dem Hals, wo das ja reingestochen wurde, da sieht das Blut dunkelrot aus. Und ja, in so Szenen oder an Stellen, wo es halt so ein bisschen hinläuft, dahin sieht es halt eher so ein bisschen, ja, so leicht, geht so ein bisschen ins Violette rein. Ist mir von Weitem, ehrlich gesagt, nicht aufgefallen. Ich habe es erst gesehen, als ich näher dran war. Jetzt ist aber halt die Frage, liegt das quasi wirklich an der Bearbeitung? Weil ihr habt gesehen, hier, der rote Wagen, der ist knallerot. Also sprich, das Color Grading, wenn das komplett über den ganzen Film drüber gelaufen ist, dann hätte der ja auch quasi mehr in einem violetten Ton sein müssen. Aber nein, der ist, wie ihr sehen könnt, knallerot. Und auch hier seht ihr, die Verpackung auf dem Tisch ist auch rot. So, jetzt die Frage, woher kommt das? Ist es von der Bearbeitung? Ist es vielleicht im Original so gewesen, dass den Farbton, der da hat, wenn der über Haut gelaufen ist oder auch hier auf helle Kleidung gelaufen ist, dass dann das sich so ein bisschen lila verfärbt hat oder violett verfärbt hat? Ich weiß es nicht, aber auch hier an der Stelle, ja, kann ich dann durchaus nachvollziehen, es ein wenig ist das Blut violett, aber mich hat es auch hier nicht gestört. Es ist ja, wie gesagt, durch dieses dunkle Blut an den anderen Stellen ist es nicht so krass aufgefallen. Ich weiß halt auch nicht, wie ihr eure Endgeräte konfiguriert habt. Das ist halt auch immer so eine Frage. Aber bei mir habe ich es von meiner Entfernung von
3,5 Metern zu 65 Zoll TV ist es mir nicht aufgefallen. Wie gesagt, ja, bestätige ich, gibt teilweise lila oder violette Szenen an dem Blut, wenn man halt genau hinguckt und nah dran steht und auch das Bild pausiert. Sonst, wie gesagt, meiner Meinung nach fällt es halt nicht auf, weil halt auch eben, wir sehen können, oben dunkles Blut ist. Auch hier bin ich gerne bereit, gebt mir gerne Quellmaterial, wenn ihr dazu was findet, ob das Blut irgendwo auf anderen Veröffentlichungen auch an der Hand dunkel aussieht, da gerne mal Bilder schicken oder sonst irgendwas, bin ich für alles offen und dann können wir gerne nochmal in den Kommentaren drüber reden oder auch nochmal ein extra Video dafür machen. So, das sollte es auch gewesen sein, lange genug geredet und ja, lasst uns in den Kommentaren diskutieren und ja, bleibt sachlich, bleibt fair, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Cheers!